Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Soul Silver. Wir sind hier gerade unterwegs, auf irgendeiner Route Richtung Oliviana City. Hoffe ich, Oliviana City. Und hier sind Miltanks. Ganz, ganz viele Miltanks. Hallo. Miltank! Miltank! Ja, Miltank! Oh, die haben sogar so einen Spieleturm. Das ist cool. Ziegen haben ja auch so einen Turm oft, ne? In den die reinrennen können. Ableithieb. Was macht denn Ableithieb? Das wäre interessant zu erfahren. Ist auf jeden Fall eine Kampfattacke, Stärke 60. Schlag, der Energie stiehlt. Der Angreifer erhält die Hälfte. Ah, also so eine Art Gigasauger nur als Kampfattacke. Das ist natürlich sehr nice. Kann das irgendwer von unseren jetzigen Pokémon lernen? Wahrscheinlich eher nicht so. Ne, wir haben irgendwie nichts mit Fäusten. Da würde sich ein Capoeira ja echt richtig, richtig gut machen. Ich denke mal, wenn wir Stärke haben, dann können wir uns das tatsächlich holen. Aber aktuell haben wir noch keine Stärke. Das kriegt man, glaube ich, auch im Kesselberg tatsächlich. Aber an einem Ort, wo wir aktuell noch nicht hinkommen können. So, hier ist ein Aprikoko-Baum. Eine Aprikoko-Grün ist das, denke ich mal, ne? Okay. Dann schauen wir doch mal, was es hier so im Miltank-Gebäude so gibt. Was ist denn das hier überhaupt? Kumo-Farm. Hier wartet immer ein Glas frische und bekömmliche Milch auf dich. Das ist doch schön. Dann holen wir uns doch mal ein Glas Milch. Ich habe mir gestern auch Vanillemilch gekauft. Finde ich super nice. Unser Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig eben darum. Aber wenn wir dem kranken Pokémon sehr viele Sinelbeeren zu fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Ich nehme ihm einfach einen Hypertrank, Mann. Unsere Milch wird sogar bis nach Kanto geliefert. Wenn unser Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir also echt Probleme. Ja, Sinelbeeren, das ist ein Problem. Aus unserer Vergangenheit. Aber wir haben sogar noch zwei. Das ist gut. Ich weiß nur nicht, wie lange diese Sinelbeeren brauchen, um zu wachsen. Deswegen pflanze ich jetzt auch keine an und informiere mich da lieber noch ein bisschen drüber. Auf jeden Fall brauchen wir dann doch einige, um das Miltank wieder auf Hochtouren zu bekommen. Naja, wer seid ihr beide denn? Muku ist krank. Es braucht jetzt sehr viele von den Sinelbeeren, die es so gerne mag. Muku ist krank, es braucht jetzt sehr viele von den Sinelbeeren, die ich so gerne mag. Ja, gut. Wir geben dir erstmal noch keine, weil wir die wahrscheinlich erstmal anpflanzen werden, um ein paar mehr rauszubekommen. Ja, das Ding war ja, ich hatte mal welche angepflanzt und dann sind die einfach zerfallen, weil ich sie nicht rechtzeitig gepflückt habe. Ich wusste nicht, dass es da irgendwie ein Verfallsdatum gibt oder so. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch wieder von einer ganzen Weile welche reingepackt. Die werden ja sicherlich, da bin ich mir ziemlich sicher, auch schon wieder, ja, zerfallen sein. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist das dann nicht so geil. Wenn man nicht so viel Zeit zum Pokémon spielen hat, kann man das ja gleich vergessen, die Beeren anzupflanzen, ne? Also doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Na gut, gucken wir mal, dass der jetzt keine Kampf-Pokémon hat. Hoffen wir es einfach mal. Ich war lange nicht in Oliviana City. Wie steht es mit dem Pokémon-Kampf? Ansonsten pflanze ich vielleicht die Sinelbeeren einfach offscreen so ein bisschen an. Mal gucken, wie lange das so dauert. Wenn man das innerhalb von einer Stunde machen muss oder so, dann mache ich das vielleicht offscreen. Ansonsten wird es halt echt ein bisschen schwierig. Da muss ich mir sicher sein, dass ich schon ein bisschen länger spiele oder genau dann Zeit habe, um anzukommen. Ich bin mir nicht sicher, wie das alles funktioniert. Keine Ahnung. Quapuzzi haben wir auf jeden Fall schon mal super besiegt. Ist natürlich in der Lage, Kampfattacken zu lernen. Konnte sie jetzt hier zum Glück nicht. Radikal ist ja nicht ungefährliches Pokémon. Ne, wir kämpfen mit Lapras weiter. Ich denke nicht, dass Radikal uns One-Hitten wird oder so. Wobei Radikal auch Donnerblitz lernen kann, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht eher weniger Gang und Gäbe. Oh, wir sind sogar schneller als Radikal. Okay, wahrscheinlich kommt jetzt Spiegel Cape of Doom zurück. Und wir können Radikal One-Hitten. Ja, richtig heftig, Mann. Richtig heftig. Lapras ist ziemlich stark und auch Tauros bekommt so langsam seine KPchen dazu. Finde ich gut. Als nächstes wird Krabi eingesetzt. So cool, von mir aus. Und mal, Tauros ist jetzt Level 16 und die gegnerischen Pokémon hier in Level 19. Ja, gerade weil Tauros auch noch nicht gerade die stärksten Attacken hat, wahrscheinlich eher unsinnig, Tauros kämpfen zu lassen. Was wir machen könnten, ist mal Tauros Stärke beibringen. Dann kann es zumindest schon mal eine ziemlich starke Normalattacke, die wir auch auf jeden Fall gebrauchen werden. Ah, Flo gewinnt ganz viel Poké-Dollar. So, Mutti ruft wieder an, interessiert mich nicht, gleich mal weggedrückt. Spuckball haben wir sogar. Wo haben wir es da? Stärke. Würde ich super gerne Tauros beibringen. Ja, ja, und Tauros. Gut, und da können wir ja zum Beispiel einfach Hornattacke verlernen oder sowas. Würde es ja nicht weiter brauchen. Oder kann Hornattacke noch irgendwas? Nee,
einfach nur Stärke 65, da haben wir auf jeden Fall eine bessere. Dann verlernen wir Hornattacke und können nun Stärke. Nice. Hornattacke vergessen, erlernen Stärke. Gut. Sehr schön. Und wir machen einfach ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Warten hier auf den nächsten Trainer, der kommen wird. Danke dafür. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ein wenig mit meinen Pokémon angebe. Das kannst du gerne tun. Allerdings frage ich mich, wie viel Zeit hier bleiben wird, um damit anzugeben. Denn, okay, Pikachu. Ein Elektro-Pokémon. Das ist nicht gut. Aber wir waren meistens jetzt tatsächlich schneller. Okay, Donnerschlag trifft uns. Ich glaube nicht, dass es uns besiegen wird. What? Wie viel KP waren das jetzt? Das war ja nix. Ich meine, es ist nur ein Pikachu, aber das war ja nix. Mir blieb gar keine Zeit zum Angeben. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Leute. Komm schon, lass uns Freunde sein. Wer Pokémon so liebt wie du, kann gar kein schlechter Mensch sein. Wir könnten gemeinsam über Pikachu, über Flegmon, über Tentoxa, ach, wir könnten über alle möglichen Pokémon plaudern. Du und ich werden viel Spaß miteinander haben. Was ist? Gibst du mir deine Nummer? Nein! Das war eine Halbglatze, aber du bist nicht süß. Pfuh. Ich wette, du magst gar keine Pokémon. Mami ruft mich wieder an. Schnell in den nächsten Kampf. Auf geht's. Zeigst du mir dein Pokémon-Team? Zeigst du mir dein Pokémon-Team? Zeige ich dir meins. Aber nur gleichzeitig. Okay. Okay, machen wir. Wie viel hast du? Eins. Okay, dann zeige ich dir ein Pokémon, du zeigst mir ein Pokémon. Level 17. Sollte ja nach wie vor nicht die Gefahr sein, wie wir gerade herausgefunden haben. Diesmal sind wir sogar schneller. Gut. Passt. Pikachu down. Wir keinen einzigen KP verloren. So muss das sein. Okay, viele Erfahrungspunkte gibt es leider auch nicht, aber gut. Mir macht es nichts aus zu verlieren. Hauptsache, ich habe dein wunderschönes Lapras gesehen. Das ist eine sehr positive Einstellung, muss ich da mal sagen. Gibt es hier irgendwie ein Item? Nee, das ist einfach nur Gras, in das man rennen kann, um irgendwelche Pokémon zu finden. Oh cool, gut zu wissen. Tipps für Trainer. Benutze Kopfnuss, um Pokémon aus Bäumen zu schütteln. Von jedem Baum könnte ein anderes Pokémon purzeln. Probiere Kopfnuss also an möglichst vielen verschiedenen Bäumen aus. Ja komm, machen wir einmal hier. Haben wir überhaupt noch Kopfnuss? Nee, ne? Stimmt, das hatte Vati. Okay, Kopfnuss ist schon mal raus für uns. Das ist natürlich schlecht. Und wir sind in Oliviana City angekommen. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir auch schon direkt eine Arena. Okay. Bitte nicht kämpfen. Das wäre jetzt nicht so gut. Ah, du schon wieder. Was stellst du dir eigentlich vor? Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer. Die Arena-Leiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. So ein Unfug. Ein Pokémon, das zu schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird aus dir ja doch noch ein annehmbarer Trainer. Alles klar. Ciao, ciao. Ein Glück haben wir jetzt, mussten wir jetzt nicht kämpfen. Ich meine, unsere Pokémon hätten in schlechterer Verfassung sein können, aber aktuell würde ich eher ganz gerne verzichten, gegen starke Trainer zu kämpfen. Also gegen Arenaleiter, gegen andere Pokémon. Trainer, die ein bisschen was drauf haben. Gegen Ast-Trainer zum Beispiel. Ihr habt mir auch gesagt, dass zum Beispiel im Kesselberg, da hatten wir ein, zwei Ast-Trainer ausgelassen und dass einer oder eine davon einen Blitzer hatte, was natürlich ziemlich schlecht gegen X-Bad gewesen wäre und auch im jetzigen Zeitpunkt immer noch ziemlich schlecht wäre. So, bei Nacht erhellen sich für uns das Meer, erhellen sie für uns das Meer mit ihrem hellen Licht und führen uns sicher zum Hafen. Haben wir kein Schiff, lassen sie uns auf ihren Rücken klettern und tragen uns bis ans andere Ende des Ozeans. Die Pokémon erleichtern uns Menschen auf so viele Arten das Leben. Ein Leben ohne sie könnte ich mir einfach nicht vorstellen. Das hast du sehr schön gesagt, Diggi. In Anemonia City, auf der anderen Seite des Ozeans, soll es jemanden geben, der immer mit seinen seltenen Pokémon angibt. Okay. Pokémon werden immer zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Okay, auch gut zu wissen. Und du hier? In Ordnung, das wär's. Wenn die Leute das sehen, gehen ihnen vor Staunen bestimmt die Augen über. Was gibt es? Bist du ein Trainer? Du kommst genau richtig. Ich bin gerade mit der Verzierung einer Ballkapsel fertig geworden. Würdest du gegen mich kämpfen und mir dann sagen, wie dir das Resultat gefällt? Ich weiß nicht, ob wir unsere Pokémon schon geheilt haben, aber ja, ich kämpfe gegen dich. Sehr schön. Na gut, dann mal los. Dann zeig mal, wie du eine Ballkapsel designt hast. Ich bin gespannt. Schönheit Lucinda schickt einen Bluebella in den Kampf. Okay. So, Bluebella ist jetzt für Nessie ein ziemlich schlechtes Pokémon. Ich denke, Bluebella wird uns insgesamt nicht so viel anhaben können, aber
wir Bluebella auch nicht unbedingt. Dann können wir einfach mal auf Nujiko wechseln. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich glaube, mit Body Slam könnten wir Bluebella ziemlich easy fertig machen. Das ist gerade mal auf Level 16. Oh, Sonntag. Wenn jetzt gleich ein Solarstrahl hinterherkommt. Holy shit. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen gefährlich geworden für Lapras. Aber gut. Wir beginnen erstmal mit Flügelschlag und theoretisch könnte das auch schon reichen. Ist allerdings auch eine dritte Entwicklung. Okay, es reicht. Gut, 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 gut. Ich habe nichts gesagt. Nessie erhält 157 Erfahrungspunkte und Quinn erhält auch Erfahrungspunkte und erreicht Level 17. Sehr schön. Hast du auch wirklich zugesehen? Ja, na klar habe ich zugesehen. Auf jeden Fall. Wenn du im Besitz von Stickern bist, kannst du dir am PC eine Ballkapsel zusammenschustern. Wäre es nicht toll, einen vollkommen selbstgemachten Pokéball zu haben? Versuch es doch auch mal. Oh, und vergiss nicht, wenn du mit einer Ballkapsel fertig bist, musst du sie noch anbringen, bevor du sie anwenden kannst. Ja, gut zu wissen. Haben wir mit dir eigentlich schon gesprochen? Pokémon werden immer zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Ja, ich glaube, mit dir haben wir schon gesprochen. Okay. Gut, wir haben aber noch ein bisschen Zeit hier. Wir haben tatsächlich nicht so viel Zeit verloren. Dann lass uns doch erstmal in die Arena gucken. Gucken, was es da so gibt, was man da so machen kann. Wäre doch ganz interessant zu erfahren. Guten Tag. Was setzt denn die Pokémon, die Arenaleiterin für Pokémon ein? Wo Jasmin die Arenaleiterin ist, dem Pokémon im Leuchtturm scheint es nicht sehr gut zu gehen und sie sieht dort gerade nach dem Rechten. Ein wirklich starker Trainer muss neben Stärke auch Mitgefühl beweisen können. Das ist eine nette Eigenschaft. Ja, okay. Das wird, glaube ich, nicht die schwerste Arena. Wahrscheinlich kommen hier zwei Doppelkämpfe oder so auf uns zu. Wäre ganz cool. Hätte was. Oder zwei einfache Trainer. Oder gar kein Kampf. Kann auch sein, dass da gar keine Trainer drin waren. Dann wäre Jasmin aber ziemlich alleine. Ist hier eigentlich rechts noch irgendwo ein Haus? Nee, ne? Das heißt, wenn man reinkommt, sieht man sofort die Pokémon-Arena. Ist ganz cool. Ist ganz cool. Ja, Jasmin wird Stahl-Pokémon einsetzen. Das wird nicht leicht werden. Guten Tag. Oliviana City ist berühmt für ihre malerische Lage am Meer. Und wo Meer ist, kann man auch angeln. Ich fische hier schon seit 30 Jahren. Hast du nicht auch Lust, zum Meer zu gehen und eine Runde zu angeln? Na klar, gerne. Und wieder ist die Welt um einen Angler reicher. Profi-Angel erhalten. Sehr schön. Dankeschön. Fische findet man nicht nur im Meer, sie sind überall, wo es Wasser gibt. Überall, auch in meiner Kloschüssel. Ja, da gucke ich nachher gleich mal nach. So, hier haben wir einmal den Pokémon-Markt, das Pokémon-Center, da waren wir ja eben gerade schon. Und hier haben wir auch noch ein Häuschen. Okay, so eine Art Restaurant oder so. Guten Tag, hallo. Das Menü des Oliviana City Cafés ist randvoll gepickt mit deftiger Seemannskost. Okay, alles klar. Du da, bist du ein Pokémon-Trainer? Wenn du in den Bergen unterwegs bist, stößt du manchmal auf runde Steine. Mit einer Attacke namens Stärke können deine Pokémon diese Dinger bewegen. Angeblich haben die meisten Wanderer, die den Kesselberg erkunden, ein Pokémon dabei, das diese Attacke beherrscht. Ja, deswegen glaube ich auch, dass wir Stärke benötigen werden. Immer wenn ich in diese Stadt komme, schaue ich hier zum Essen vorbei. Alles, was hier auf der Karte steht, verleiht mir unglaubliche Kräfte. Das Essen hier macht echt süchtig. Mampf! Oh, Schling! Ich habe mich verschluckt. Ich bin aber auch selbst daran schuld. Man muss immer gut kauen, bevor man sein Essen runterschluckt. Ja, und jetzt haben wir auch noch den Bildungsauftrag in dieser Folge erfüllt. Das freut mich doch immer sehr, sehr stark. Hier ist Route 40, okay. Das heißt, es geht hier... Okay, Richtung Süden geht es auch eher weniger weiter. Was ist hier? Hier fahren wahrscheinlich Schiffe oder so, oder? Hafen von Oliviana City, Schnellboot-Pier. Okay. Schnellboot-Pier. Ja, damit werden wir irgendwo hinkommen. Das wird der Leuchtturm sein. Richtig? Leuchtturm von Oliviana City? Auch bekannt, was? Nein, ich will nicht reingehen. Ach Mann. Noch will ich nicht reingehen. Ich möchte erst gucken, was hier steht. Auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. Okay. Dunkle Straßen sind nachts gefährlich, dunkle Meeresuntiefen ebenso. Ohne das Licht des Leuchtturms sind alle Schiffe auf dem Meer gefangen. Das mag sein. Kann man hier irgendwie hier hintergehen und irgendwie Spaß haben oder so? Ist hier hinter irgendwas? Natürlich nicht! Kommen wir mal wieder nicht hinter. Was ist das für ein merkwürdiges Gebäude? Das muss wie eine Pyramide schräg gebaut worden sein, weil man das Hinterteil nicht sieht und trotzdem nicht an Land gehen kann. Mann, ich mag das alles nicht so gerne. So, was haben wir hier denn? Ach ja, Mami hatte ja wieder mal. Okay, dann zeig mal, was du hast. Seidenschal. Okay, das ist ganz cool. Rospelbeeren. Okay, ganz gut. Was noch? Latschibären. Wie wär's mal mit Sinelbeeren? Das würde mich freuen. Okay, keine weiteren Pakete. Okay, was wir tatsächlich mal machen können, ist den Seidenschal Evoli zu geben, ne? Ein kostbarer Schal, der Attacken vom Typ Normal. Ach so, habe ich verwechselt gerade mit dem einen Schal, der Zuneigung stärkt. Warte mal, hat Nujiko den nicht sogar noch? Brauchen wir dann ja eigentlich nicht mehr.
Aber schon krass, dass die Hälfte der Johto-Pokémon alle per Zuneigung sich entwickeln, ne? Togepi, X-Bart, Nachtara, Psyana. Du trägst welches Item? Sanftglocke. Stimmt, das war das. Das würde ich ganz gerne dir erstmal wegnehmen und Evoli geben. Müssen wir natürlich dann anders machen, wenn wir den EP-Teiler geben. Aber solange wir Evoli nicht trainieren, kann die Sanftglocke da erstmal getragen werden von Luna. Luna Lovegood. So, was gibt's hier noch so zu erzählen? Das Smetbo, das mir meinen Schatz aus Übersee geschickt hat, hatte einen Brief dabei. Willst du wissen, was er schreibt? In Ordnung. Oder lieber doch nicht, das ist geheim. Das hast du zum Glück noch gerade rechtzeitig erkannt. Ihr solltet, liebe Kinder da draußen, niemals zu viele private Informationen von euch preisgeben. Niemals. Kennen deine Pokémon schon eine Attacke, die es ihnen erlaubt, Leute übers Wasser zu tragen? Ja, ich glaube, mein hinterherwatschelndes Lapras kennt diese Attacke ganz gut. So, dann hätten wir uns in Oliviana City, ist eine recht kleine Stadt, doch tatsächlich schon umgeschaut. Ne, hier sind noch zwei Häuser. Das machen wir dann auch nochmal kurz. Mal gucken, was es hier zu erzählen gibt. Guten Tag. Du, hör mal, ich bin auf der Suche nach einem Pokémon. Wenn du einen Krabi dabei hast, tauschst du es dann gegen meinen Voltoball? Nein. Also ich habe erstmal keins dabei und Elektroball wäre auch nicht das Pokémon, was mich interessieren würde. Ich meine, es wäre ein Elektro-Pokémon, was gegen Elektro-Pokémon gut einsetzbar ist, aber es kann gegen Elektro-Pokémon halt auch nichts ausrichten. Und generell dürfte es ziemlich schnell down gehen. Schade eigentlich. Ich habe ganz viele Sticker von meiner Schwester bekommen. Hier, ich gebe dir ein paar davon ab. Du hast du etwa keinen Stickerkoffer? Schade, ich hätte dir gerne ein paar Sticker abgetreten. Wenn ich ungezogen bin, macht mir mein Papa immer sofort mit gruseligen Geschichten Angst. Okay, dann erzähl mal eine gruselige Geschichte. Auf dem Weg nach Anemonia City gibt es 4 unbewohnte Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung dorthin geschickt. Schnell weg hier, Mann. Der ist gruselig. Der ist so gruselig, der Dude. Gut, das war Anemonia City. Wir werden uns morgen dann, also hoffentlich morgen, den Leuchtturm ansehen. Und ich hoffe, euch wird's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Bewerten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.